Jetzt im Herbst heißt es wieder kuschelige Abende auf der Couch oder leckere Restaurantbesuche mit seinen Liebsten. Und was passt dazu besser als eine gute Flasche Wein? Wir waren zu Besuch auf dem Weingut der Familie Metzger in der Malerischen Pfalz. Der Weg dorthin war lang, aber die Farbenpracht der Weinberge beeindruckend. Angekommen in dem kleinen Dörfchen Grünstadt, wurden wir mit einer herzlichen pfälzischen Gastfreundlichkeit empfangen. Uli Metzger und seine Tochter Lea zeigten uns voller Stolz ihr Weingut. Von den eigenen Weinbergen bis hin zum fertigen Produkt. Nichts blieb uns verborgen. Überall duftet es nach Wein und unser Durst wurde geweckt. Am liebsten hätte ich mich schon während der Tour durch die Fässer probiert. Denn wer mich kennt, der weiß eins über mich. Ich liebe gutes Essen und natürlich guten Wein. Ihr habt bestimmt schon mal von Eat, Pray, Love gehört. Naja, meine Version lautet Eat, Eat and Drink. Familie wird bei den Metzgers großgeschrieben. Alle wohnen und arbeiten unter einem Dach. Die Metzgers, 12 Angestellte und 3 zuckersüße schwarze Flat-Coated Retriever, die mein Herz höher schlugen ließen. Tiere spielen bei den Metzgers jedoch nicht nur privat eine große Rolle. Denn als 2010 mit einem großen Paukenschlag der Bulle Charme seinen Einzug in das Erscheinungsbild der Ausstattung fand, bekam die Weinqualität letzten Endes die Aufmerksamkeit, die sie verdiente. Ich bin die dritte Generation, die im Betrieb hier Wein macht. Ich habe 2010 den Betrieb von meinen Eltern übernommen. Wir hatten 2009 die ersten Top-Weine produziert, wollten damit ein neues Erscheinungsbild haben. Dann bin ich mit der Tochter, mit der Lea, über eine Weinmesse und dann haben wir ein Grafikunternehmen kennengelernt. Und so sind wir auf die Media-Agenda aufmerksam geworden und die haben uns dann unser Etikett total umgestaltet. Davor hatten wir eigentlich nur einen Schriftzug, modernen Schriftzug, Metzger. Und unser Wappe, wie man das halt so oft sieht. Ja. Dann haben wir gesagt, okay, wir müssen irgendwie mehr anders da auffallen. Ne? Also es muss ein bisschen moderner sein, es soll ohne viel Schnickschnack sein, es soll einen hohen Wiedererkennungswert, was ganz wichtig ist heute, haben. Und so sind die halt auf die Idee gekommen, dass sie mit unserem Namen mitspielen, mit dem Schlachtbullen oder skizzierten Bullen. Ja. Und so haben wir die Etiketten umgestaltet. Es hat einen riesen Aufschrei gegeben in der Weinszene. Also manche haben das so ein bisschen belächelt, manche haben das auch verstanden, um was es geht. Und mittlerweile ist es ein absoluter Renner. Dazu kam ein eigenes Klassifizierungsmodell, welches sich an den Bezeichnungen der Fleischqualitäten bedient. So wurden die edelsten Weine zum Filet, die mittlere Kategorie zum Pastorenstück und die Basisweine zur Flanke. Der Besuch auf dem Weingut der Metzgers war unvergesslich und ausgesprochen herzlich. Danke, liebe Familie Metzger, dass ihr all unsere Erwartungen übertroffen habt. Wir freuen uns jetzt schon auf ein Wiedersehen. Doch bis dahin, cheers!